Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge haben wir einige Quests gemacht und what the fuck? Okay, die sind anscheinend hier. Das wollte ich eigentlich nicht. Egal, jedenfalls. Wir haben angefangen, in der letzten Folge einige Nebenquests zu machen und wir machen jetzt damit weiter. Und dann stehen auf einmal die hier. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Egal, wir gehen erstmal hier einige Quests ab. Und ja, Cherry, genau, auf die habe ich gewartet. So, und heiler Kreis. Effekt war ich, jawohl. Ja. Ist wieder nichts Produktives geplant in diesem Part. Einfach nur irgendein Zeugs machen. So, die Handelslizenz. Und irgendwie kann dadurch keine. Okay. Keine Szene, keine Cutscene, warum nicht? Kreisangriff, nein. Du bist Quadrusch Zerschmetterer. Ah, ach, habe ich schon hier was ausgerüstet, okay. Ich will aber nicht Kreisangriff hoch haben. Machen wir das. Präzision. Was haben wir hier? Quadrusch Zerschmetterer, ne? Ja. Machen wir das. Wegen HP. Und du auch. Das war nicht gelesen, was da stand, aber egal. Das reicht schon. Was haben wir noch hier? Mein Gott, sie hat so viele Dinger wieder. Das ist ja immer normal. Schwierig immer. Oh, das ist gut. Und hier wieder. Eine Minute. Scherwirbel, Präzision. Oh, aufgehandelt, Lads, das ist richtig gut. Kreuzverteidigung, Gift, Versteinern. Ja, bist du was? Versteinern. Warum nicht? So, und was zur Hölle macht ihr hier? Cass, ich wusste nicht, dass du ins Ausland gegangen bist. Der ein Vogel im Kopf. Entschuldigung, Entschuldigung, Joey, du kennst mich doch. Ich gehe, wohin ich will und wann ich will. Wenn dir das nicht gefällt, muss ich dich eben versohlen. Aber Cass, das ist nicht nett von dir, so mit deinem Bruder umzuspringen. Oh, hallo miteinander, seid ihr auch auf Besuch in Strata? Ja, das ist wohl dein Bruder, hm? Schön, dass du ihn gefunden hast. Wer seid ihr? Wir sind Bekannte von deinen Geschwistern. Hey, ihr habt ja Flügel auf dem Rücken. Flügel? Warte, hä? Ja, da. Peng, 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 peng. Und nochmal. Peng, 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 peng. Und ich, Das ist himmlisch. Hey, was soll das? Du hast ihn gerade windweich geschlagen. Ha, schau doch, wie er fliegt. Die Typen sind krank. Okay, jetzt hast du eine Idee, stimmt's? Die ungewöhnliche Klinge, die ihr da habt, hat mich inspiriert. Da, Fuck. Du hast es geschafft, Cass. Ich wusste, dass du es kannst. Alles in Ordnung? Mein Engel, schön, dich hier auf dem Boot zu sehen. Gut, Joey, wir müssen Vorbereitungen treffen. Sehr wohl. Dank für eure Hilfe, Geflügelter. Beweg dich, Joey. Ja, okay. Geht weg, bitte. Was zum Teufel war das? Ich habe keine Ahnung. Und ich auch nicht. Und Geflügelter. Okay, ich weiß nicht, was die Entwickler genommen haben, als sie sich diese Charaktere ausgedacht haben, aber okay. Ach, wir brauchen ein nettes Katana. Ich habe noch nicht mal ein Katana, oder? Ja, das können wir uns auch mal schmieden, erstellen. Was auch immer. Ja, how the heck do I make a Katana? Ja, ein Plambarsch, Himmelsdolch. Wo sind diese Kristalle überall? Himmelsdolch, besessener. Ach, das sind alle, verdammt. Woher kriege ich denn dann Katana? Eiszahnklinge, Langschwert.
Dann Börsch, da ist ein Katana. Sag mal, haben wir das? Ein nettes, ne? Okay, jetzt kommt wieder der nervige Teil. Wenn wir stellen diese ganzen Dinger. Ein nettes Katana. Na, da nicht. Da. Das ging schnell. Aufwerten. Aufwerten ist eine Form des Rollisierens. Ich habe das noch nicht gemacht. Bei der eine Scherbe mit einem Ausrüstungsstück kombiniert wird, das noch keine Scherbe enthält. Durch das Aufwerten werden die Effekte der Scherben auf Ausrüstungen übertragen. Setzt die Ausrüstung oft genug ein, wird sie geerdet und ihre Effektivität wird erhöht. Finde ich richtig blöde, ehrlich gesagt. Ich benutze das nie. Ich kaufe mir einfach neue Sachen. So, Sapley soll. Curry. Ich brauche Curry. Also nein, geh weg. Ich muss noch Curry erstellen. Hacksteak, Hamburger. Bleh. Curry. Das macht man doch mit Dingens. Diesen Gewürzset oder so, glaube ich. Ja, ich weiß, es ist sehr spannend. Crablets. Ah ja, genau. Die kann ich auch mal reinpacken, weil dann passiert was Schönes. Also irgendwie nicht, aber wir schon, was ich meine. Gemüseset und... Ja, ich glaube, ich kann auch nichts machen. Ich packe mal die Crablets einfach hier rein. Ich habe doch ja Curry. Wo sind die Crablets? Kroketten, na, da habe ich dann verwechselt. Hier. Weil Sophie mag Crablets. Oh, hier ist ein Stern. Entschuldige, Eisbär, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich noch etwas zu erledigen habe. Ich komme später wieder. Ist gut, nur so. Bis gleich. Okay. Ach Mist, wir haben keinen Treffpunkt ausgemacht. Ich sehe besser zu, dass ich ihn noch einhole. Dann habt ihr also nichts herausgefunden. Wir haben getan, was wir konnten, aber etwas Vergleichbares ist noch nicht da gewesen. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass es etwas mit dem Elf zu tun hat, aber es ist einfach verdammt sonderbar. Ich habe noch nie gehört, dass jemand Licht aus den Händen schießt. Ich bin mir der Absonderlichkeit dieses Umstands bewusst. Ja, nun danke für eure Mühe. Ihr könnt gehen. Vielen Dank. Ja. Merkwürdig. Was für Leuten Hubert sich trifft. Kann ich dir irgendwie helfen, Asper? Da bist du ja. Hast du dich gerade mit jemandem getroffen? Es geht dich nichts an. Okay. Komm, gehen wir. Und jeder Cutscene, wo der bis jetzt war, ne? Weiß immer, wenn er versucht, etwas zu verbergen. Aber jedes Mal. Voll verdächtig. Oh, verdammt, er ist schon weg. Ich habe vergessen, ihm den Bericht zu geben. Was soll ich denn jetzt tun? Entschuldigung, habt ihr nicht vorhin mit Hubert gesprochen? Und Ben? Ich bin sein Bruder. Wenn ihr wollt, kann ich ihm den Bericht geben. Wirklich? Ach danke, das wäre super. Sehen Sie zwar überhaupt nicht ähnlich, aber egal, ich bin sein Bruder. Ich mach das schon. Aber gebt dem Bericht auf Dreckweg. Schaut bloß nicht hinein. Tschüss. Warum gibst du mir ihn an? Er hat Hubert also ein Geheimnis? Was? Ich könnte ja... Nein, lieber nicht. Untersuchungsbericht. Bewahre der Geheimnisse. Okay. Warte mal denn noch hier. Na hart, dafür gehe ich jetzt extra nicht nach Verona. Grailzeit hätte ich noch hingehen können. Fuck. Curry habe ich immer noch nicht. Und ich habe die Quest jetzt sogar bekommen. Also den Gegenstand dafür, bevor ich überhaupt die Quest bekommen habe. Geil. Dann gehen wir nochmal nach Sapley Sol. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu tun. Und machen da weiter mit den Quests. Ich muss noch nach Grailzeit und so was alles. So, was macht ihr denn schon wieder hier? Oh Gott. Gut, Joy, spring da runter und zeig, was du drauf hast. Aber Cass, ich bin ziemlich sicher, dass ich sterbe, wenn ich da runterspringe.
Ach was, komm, dir passiert schon nichts, wahrscheinlich. Jetzt los, ich brauche Inspiration. Peng, bang. Schnapp mich auf den Rücken, feste. Ach, wen haben wir denn hier? Hallo Leute. Ihr treibt noch immer eure Spielchen, wie ich sehe. Super, jetzt wo ihr hier seid, finde ich sicher neue Inspiration. Wird ihr Hut immer größer? Ah ja, da war ja was. Warum ist ihr Hut jedes Mal größer, wenn wir ihn sehen? Joey, Kess, das Essen ist fertig. Heute habe ich mit Gewürzen gekocht, die für diese Region typisch sind. Hallo Annie. Oh, hallo, schön euch alle wiederzusehen. Mein Hut ist riesig. Du kochst also immer noch was? Natürlich, Kochen ist meine Leidenschaft. Da fällt mir ein, warum bleibt ihr nicht zum Essen? Oh, tja, wir haben wirklich eine Menge zu tun. Jetzt stellt euch nicht so an, ich habe drüben in dem Haus eine alte Küche gefunden und mich den ganzen Tag abgehackert. Und schon ist Sophie weg. Stehen geblieben. Nein, zwingt mich nicht, ihre Sachen zu essen. Bitte, Aspel. Tut mir leid, Sophie, es wäre unhöflich, nein zu sagen. Sherrier? Tut mir leid, Sophie. Oh, Hilfe! Keine Angst, mein Engel. Annies Kochkünste sind wesentlich besser geworden. Okay, lasst es euch schmecken. Hm, das sieht köstlich aus. Netter Versuch, Xavier. Na gut, Magen, wir schaffen das. Ja, kommt auch der Fahrtschnurrbart. Sophie, nicht ausspucken. Joey, warte. Was ist los? Ich kann nicht aufhören zu zittern. Mein Hals streikt, ich kann nicht schlucken. Psst, sonst hört Annie dich. Oh, ich glaube, Kerst ist... Etwas geschieht mit ihm. Wow, was ist mit Maleks Stimme passiert? Er findet es wohl himmlisch. Ach, wie schade, ihr hattet doch wohl wieder keinen Hunger. Nein, tut uns leid, wir hätten dir vorher Bescheid sagen sollen. Hey Jungs, ich weiß ja, dass es Eureka ist, aber beißt euch nicht. Diesmal wacht er nicht auf, der Glückspilz. Mach dir keine Sorgen, ich bringe ihn auf sein Zimmer. Oh, und ich es vergesse, ich habe euch etwas zu essen eingepackt. Ein paar meiner gelungensten Gerichte, wenn ich sowas sagen darf. Schweinscurry, verdammt. Ich brauche normales Curry. Oh Gott. Und bei dieser Produktion sind natürlich wieder einige Leute gestorben. Uns gehen dir die Leben aus. So, Quest, mein Gott, wo ist denn das Gasthaus? Hier. Oh, eine feine Pfeile. Hundenanschuh und den Untersuchungsbericht. Reiseomelett. Scherbiabel, okay. Warte mal, ja. Wahre Geheimnisse. Je älter er wurde, umso mehr Geheimnisse hütet er. Heilender Wind. Ja, Überlebender. Kommen wir hier? Nein. Wieder irgendwie noch nichts passiert in diesem Part. Aber was soll's. Ihr müsst es euch angucken, nicht ich. Ich hab's nur gemacht. Ausweichen sollte sie eigentlich verdammt hoch haben. Und dann kann sie zaubern, ohne abgebrochen zu werden. Grimmsilfe, okay. Flügeltar. Ja, mach mal das. So, ich kann wahrscheinlich wieder ein bisschen trainieren auf Screen mit den ganzen neuen Titeln. Und Sternenschnur und was haben wir noch? Hier war doch irgendwie was mit Dingens Wiederbelebung oder so. Wo ist das? Hier, nimm das. Jetzt eine Gladiatorin. Let's Faust. Ich glaube, das ist gut. Bitte schauen, das ist auch immer gut. Boah. War eigentlich nur die Zeitschinderei, hier nichts passiert in diesem Part. So, Plasma-Schock. Du lernst jetzt Plasma-Schock, und wenn es das letzte ist, was ich tue. 15 Minuten, geil. Und die ganze Zeit nur in diesen Irren, ja. Den nehmen wir mal mit.
Ist da noch irgendwas? Ein Sternchen oder so? Nö. Ich will mal dieses Katar-Minigame nochmal versuchen, aber... Nee, da warte ich noch. Werde ich wahrscheinlich offscreen machen oder so. Weil es verdammt schwer. Ich habe das bis jetzt auch nur mit Schummeleien, wenn ich zugeben darf, erledigt. Einfach irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er noch mal ging. Ich glaube, im PlayStation Network hingehen. PlayStation Network, PlayStation Menü gehen. Während die Zitate sagen und dann irgendwie nachdenken, zu wem er noch mal gehören könnte. Oder im Internet nachgucken oder was ich. Ziemlich billig, aber es hat geklappt. So. Da sind wir neue Quests. Super. Ein Hamburger. Die Sachen werde ich alle offscreen mal. Ich glaube, wir machen im nächsten Part weiter in Fendel. Deswegen. Wo ich gehe nochmal nach Dingens zur Hauptstadt. Guck, ob ich da irgendwie Quests machen kann noch. Oder sehen sie oder was weiß ich. Jule Bertha, das war doch, ne? Machen wir im nächsten Part mit Fendel weiter. Din, 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 din. Boah, Entschuldigung. Ja, ich habe noch 5 Minuten ungefähr, die ich verballern kann. Gibt es noch irgendwo Quests, die ich machen kann? Na? Anscheinend nicht. Okay. Vielleicht in Oswalds Anwesen. Die sind, glaube ich, auch immer noch begrenzt verfügbar. Cutscenes, die man da machen kann. Ansehen kann, meine ich. Ich mache Cutscenes. Ich erstelle meine eigenen Cutscenes. Din, 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 din. Wo wohnt der nochmal? Ach ja, da, ne? Hier wohnt der Olle. Männer, ihr seid meine vertrauenswürdigsten und am besten ausgebildeten Soldaten. Also hört zu. Wir werden Präsident Dylan Paradine stürzen und eine Tyrannei bei Strata wenden. Die Schwierigkeiten unseres Landes und sind eine direkte Folge seiner schrecklichen Politik und seiner inkompetenten Führung. Für alle Patrioten ist die Zeit gekommen, sich jetzt zu erheben und... Vater, was geht dir vor? Hubert! Du siehst doch nicht ernsthaft eine bewaffnete Revolte gegen den Präsidenten in Betracht. Und wenn doch, dann wäre mein Weg eindeutig. Ich bin ein Bürger von Strata. Ich werde bei denen, die Aufruhr planen, nicht die Augen verschließen, ganz gleich, in welcher Beziehung ich zu ihnen stehe. Du undankbare Kröte, du widersetzt dich mir, nachdem ich dich in mein Heim aufgenommen und dich als meinen eigenen Sohn aufgezogen habe? Tötet sie, sie dürfen nicht entkommen. Ein Haufen Schmerzen später. Verdammt! Verdammt! Bist du fertig, Vater? Na, bitte, Hubert, vergib mir. Was ich getan habe, habe ich für Strata getan und für mich. Vielleicht habe ich dir einen Handel. Vielleicht kann ich dir einen Handel anbieten. Wenn ich als Präsident bin, gehört all mein Besitz hier, das Anwesen, das Land, alles. Mit deinem Köpfchen und meinem Vermögen können wir dieses großartige Land regen. Genug! Ich glaube, du schätzt unsere derzeitige Lage nicht richtig ein, Vater. Der Balkans ist erschöpft. Wenn wir uns nicht mit unseren Nachbarn verständigen, werden wir diese Krise nicht überstehen. Doch vielleicht denkst du immer noch, dass dies ein guter Zeitpunkt für einen Bürgerkrieg ist. Deine Handlungen wären für diesen folgenden Generationen wie ein Schandfleck auf unsere Familie. Damit würdest du mir keine andere Wahl lassen, als den Namen Oswald abzulegen. Zwing mich nicht dazu. Ich will nicht noch einen Vater verlieren. Hubert. Dieses Mal werde ich über das, was du getan hast, hinwegsehen. Aber wenn du noch einmal etwas Derartiges erwägst, werde ich alles in meiner Macht stehende unternehmen, um dich aufzuhalten. Danke, Hubert. Danke. Vielleicht bin ich ja selbst etwas naiv. Naja, du bist nur ausnahmsweise mal kein Ahol. Na gut. Ich glaube, das reicht für diesen Part, ne? Jetzt am besten noch einen Speicherpunkt finden. Und ja, wo ist mein Speicherpunkt? Also diese Irren tauchten schon wieder auf. Die tauchen bestimmt jetzt hier auf, ne? Ich weiß es. Ich mache einen Speicherpunkt. Hallöchen. Oh,
Turtles Transport. Ich könnte Nautio Liberta Hafen. Ja, wird schon richtig sein. Din, 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 din. So, dann können wir von hier aus wieder zur Kriegerast gehen. Können wir vielleicht noch hier die Dingens. Weiß nicht, ein, zwei Dinge abgeben, die wir schon haben. Falls wir was haben. Na. Verdammt. Egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Obwohl, gehen wir nochmal nach Fendel. Ja, was gehen wir nach Fendel? Velanik daneben. Ich kann nicht überspringen. Wahrscheinlich kam jetzt eine Katze oder irgendwie sowas, ne? Glaube ich nicht. Jedenfalls würde ich sagen, dann machen wir in der nächsten Folge offiziell in der Story weiter bei Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.